Sachen. Ja, es gibt so einen kleinen Milestone, den wollen wir ein bisschen feiern und generell so ein bisschen quatschen. Lola ist auch dabei. Muss ja gestreichelt werden. Ja, wie dem auch sei, ja, wir haben 500 Abonnenten auf dem Kanal. Ich weiß auch nicht, wo die alle herkommen. Sie sind da. Ich dachte mir, es ist doch mal so ein kleiner Grund zum Feiern und ich möchte das mit einem Gewinnspiel verbinden, zusammenfügen und halt ein bisschen was zurückgeben. Ich habe da mir an die Zeiten angemeint, auf YouTube gedacht, wo man sich halt in einer Gruppe zusammengeschlossen hat, so eine kleine Community und halt sich untereinander unterstützt haben. Das vermisse ich so ein bisschen. Ja, und dachte, was könnte ich da machen? Was könnte ich verlosen? Ich habe jetzt auch nicht so die Möglichkeiten, da großartig was mir anzuschaffen, dass ich verlosen könnte. Lola ist geschockt. Ja, mit dem Klatschen. Aber ich möchte nichtsdestotrotz doch auch mal ein bisschen was zurückgeben und halt ein kleines Gewinnspiel machen. Ein bisschen mehr dazu später. Also generell, was es jetzt gibt. Ich habe noch eine Kamera. Ich habe mehrere Webcams, also keine Kamera, sondern eine Webcam. Um genau zu sein, die hier. So sieht die halt ohne Packung aus. Ich habe die selber für mich. Ich habe nicht, dass sich einer wundert, ich habe zwei Webcams, deswegen kann man mich sehen, bloß die Webcam. Ja, einfach weil halt aus Gründen, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und das ist auch die Webcam, die ich quasi verlose. Die ist jetzt nicht so das Nonplusultra, sie filmt immerhin in der HD. die hat auch ein eingebautes Mikrofon, was ich aber selber nicht nutze. Ich habe, sieht man das? Ja, da, ich habe ein eigenes Mikrofon. Finde ich angenehmer wie das Webcam-Mikrofon, aber zur Not, da ist eins vorhanden. Also für den Anfang kann man das nutzen und dachte mir, das ist auch mal eine schöne Sache, die man so verlosen kann. Eine kleine Webcam. Wie gesagt, ihr kriegt die neue, eingepackte Version. Ja, so ein bisschen zurückgedanke oder der Gedanke zurück ein bisschen an gemeinsam YouTube, wo man das halt alles angefangen hat, wo halt, ja, wo der große Schub quasi am Anfang vor 2 Jahren kam. Ich fand halt den Gedanken cool, dass man sich in Community zusammengesetzt hat und halt was zusammen gemacht hat, sich gegenseitig unterstützt, auch Leuten geholfen, die halt angefangen hat. Der eine hat in der Sache Erfahrung, der andere hat in der Sache Erfahrung. So ein bisschen vermisse ich das. Und den Gedanken wollte ich halt so ein bisschen wieder hochholen, dass man sich halt gerade als kleine Creator untereinander ein bisschen um sich kümmert. Und ja, gebt jetzt gleich eine Kamera. Ich sage am Ende, wie ihr die kriegen könnt. So ein kleiner Teaser, dass ihr dranbleiben solltet. Oder halt zum Ende skippen geht auch. Wäre schöner, wenn ihr dranbleibt. Generell diesen Gedanken vermisse ich. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht und habe gedacht, ja, warum jetzt Webcam? Ich mache ja viel mit VTubing. Und was man da größtenteils braucht, ist halt erstmal eine Webcam. Das tut auch jedem IOLs-Leuten gut, die halt so Videos machen wollen, die halt nicht direkt eine Kamera kaufen wollen und einfach mal ausprobieren möchten, ob eigentlich Lust haben. Man kann ja später erweitern. Aber so zum Test ist es auch gut und so eine Kamera kann halt wirklich fast jeder gebrauchen, der halt so in dem Bereich einfach mal gucken will, ob er Videos machen will, streamen will oder halt einfach für Skype-Calls, Skype nutzt keiner mehr, für Discord-Calls oder so, dass er dann einfach sich zeigen kann. So, macht doch eigentlich mal ganz viel Spaß. Lola hat keine Lust mehr, sich zu zeigen, wirklich keine Webcam. Ja, dachte mir, das wäre doch eigentlich eine coole Sache und ich hatte ja die noch über, weil ich vor einem Jahr oder sowas geplant habe, dass ich einen kleinen Shop aufmache. Das hat sich aber dann auch ein bisschen verlaufen. Das hat nicht funktioniert. Wie dem auch soll. Gibt es jetzt halt für euch eine Webcam zu gewinnen. Ja, wie gesagt, wird auch vielleicht eine kleine oder andere Änderung geben in dem Kanal generell. Ich werde weiter Tutorials machen. Letztes Mal, wie ich aufgehört habe, Anfang des Jahres war dann so, oh mein Gott. Einige angeschrieben, warum, weshalb und so weiter. Also die Tutorials sind halt, werden anscheinend gerne geguckt, hat auch vielen geholfen. Ich mache sie an für sich auch gerne, sie sind halt für mich anstrengend zu machen, weil ich dann halt sehr viel denken muss. Dann habe ich teilweise 3 Stunden Videomaterial und versuche das irgendwie kürzer zu fassen und kleiner zu schneiden, in kleinen Teile, aber irgendwie werde ich da nicht so wirklich kürzer. Ich hoffe, vielleicht werde ich ja dann irgendwann besser, dass ich mich halt kürzer fassen kann und einfach besser rüberbringen kann, was ich erzählen will, auch die Informationen gebündelt zeige und nicht abschweife etc. Wobei ich halt doch gerne irgendwohin abschweife, weil ja, bin ich halt. Ja, ich versuche mich dahinter sich zu bessern, aber ich möchte halt auch ein paar Sachen ausprobieren. Wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Let's Plays hochgeladen oder mal wieder hochgeladen, die ich auf Twitch gemacht hatte. Also wir hatten Resident Evil gespielt und ich habe das dann halt so ein bisschen geschnitten, ein paar Effekte, ein paar Sachen rausgeschnitten und so weiter.
Ja, also ich will mich einfach ein bisschen ausruhen oder einfach mal labern. Das ist auch mal ganz entspannt. Das hat mir auch so ein bisschen gefallen, einfach mich vor die Kamera zu setzen und ein bisschen zu quatschen. Die ein oder anderen Videos waren ja da hochgeladen. Ich bin mir dann immer so unsicher, ob das überhaupt einen interessiert, was ich da erzähle. Aber vielleicht soll ich einfach mal mehr hochladen und nicht nur machen. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, einige Videos einfach gemacht. Ich habe mich vor die Kamera gesetzt und gequatscht mit Charakter oder in Real Life. Ich habe die nicht hochgeladen, weil ich dachte, es interessiert sich doch eh kein Schwein für was ich denke. Vielleicht soll ich einfach mal da mehr hochladen, weil machen tue ich dir gern, weil quatschen kann ich gut anscheinend. Und auch sehr gut vom Thema abschneiden. Bekomme ich locker für 10 Minuten. Egal, habe ich eh nicht drauf gehabt. Ich kann mich ja nicht kurz fassen und ja, was weiß ich. Ja. Es wird auch eine kleine Änderung geben. Ich dachte dadurch, A, weil ich habe einen Charakter gemacht, den ich halt echt niedlich finde und den will ich nicht hergeben. Und A, weil ich momentan so ein bisschen immer noch nicht so sicher bin, was ich machen will, dass ich sage, okay, um das ein bisschen besser einzuordnen, sollten wir vielleicht ein System aufstellen. Ich will auch keine zig YouTube-Kanäle machen, dann komme ich ja eh durcheinander. Es ist einfacher, wenn ich das alle auf einem Ding hochlade. Ich hatte jetzt schon mal versucht mit mehreren Einzelnen. Ich hatte einen Let's Play-Kanal und dann hatte ich dabei die Lust verloren, weil dann muss ich wechseln und dann wieder Passwort eingeben, also Passwort wieder vergessen. Ich bin faul. Ich lade das einfach auf dem Kanal alles hoch. Aber ich teile das so ein bisschen ein für die Leute, die dann halt hier sind für Tutorials, können Tutorials gucken und für die Leute, die da sind für anderen Quatsch, können anderen Quatsch gucken. Und da habe ich mir nämlich folgendermaßen was gedacht. Da ich ja den Avatar Lucy, also die Dame in Blau mit weißen Haaren, nutze bei den Tutorials, so ein bisschen als was Optisches zum Angucken, was passiert. Ich finde es immer langweilig, weil nur der Bildschirm da ist und nichts passiert. Ich weiß nicht, da habe ich die Aufmerksamkeitsspanne nicht für. Ich finde immer gut, wenn da einer vorhanden ist. Dass Lucy halt weiterhin einfach den Zeug für Tutorials macht. Also Lucy ist quasi Tutorial-Mensch, Alien. Ich weiß nicht mal, was sie ist. Ich glaube, ein Dämon oder so. Ich weiß, ist ja egal. Lucy ist zuständig für Tutorials aller Art. Also sei es jetzt Unreal, sei es VTubing oder sei es, falls ich irgendwas anderes mache. Ich hatte ja mal kurz. Ab und zu auch mal was zwischendurch mal was anderes Tutorial-mäßig gemacht. Ich habe, glaube ich, Red Bubble gemacht, wie man da was macht oder so. Das, also so Tutorial, alles was so erklärmäßig ist, bleibt bei Lucy. Und der neue Charakter Anna, den ihr dann demnächst bald irgendwann sehen werdet, ist dann halt für anderen Quatsch zuständig. Ich werde das auch ein bisschen von Thumbnail color-coden, dass ich halt Lucy ist drauf und der Banner an. Warte mal, muss ich, hier. Ist das gespiegelt? Ich weiß es nicht. Auf einer Seite ist halt der blaue Balk, also ist der Banner, der Balken, wo drauf steht, was es ist. Der wird für Tutorials einfach einheitlich blau sein, also in Blautönen gehalten sein. Die für die Unreal-Tutorials sind ja alle schon so dunkelblau mit so ein bisschen lila drinne. Dass ich alles, was mit Lucy zu tun hat, so tutorialmäßig alles blau halte und halt Anna eine andere Farbe kriegt, keine Ahnung, grau, türkis, sowas, weil sie ist halt doch sehr. Eigentlich auch sehr blaulastig. Ich kriege eine andere Farbe, ich lasse mir was einfallen. Wenn nicht, wird es, keine Ahnung, grau-lila oder so. Und dann nur lila. Kriegt dann eine andere Farbe, dass das alles so ein bisschen farbeingesortiert wird, dass man halt auf den ersten Blick sieht, ist das jetzt Tutorial, auch wenn es auf dem Titel steht, aber ich glaube, für Bildern ist nochmal schöner, dass halt so direkt anspringen, okay, das ist jetzt blau, das ist Tutorial, das ist jetzt meinetwegen lila, das ist jetzt Anna mit anderem Quatsch und so weiter. Das ist eine ganz gute Einteilung. Mal sehen, ob sich durchsetzt oder so. Ja, soll ich werde jetzt ein oder andere machen. Ich bin überlegen, ob ich auch wieder tatsächlich auf YouTube streame, dass ich den Kanal ein bisschen pushe. Ich will auch so ehrlich sein. Da ich jetzt die 500 Abonnenten hatte, ich das nie so in Erwägung gezogen. Vielleicht könnte man den dann doch irgendwo so hochpushen, dass man. Also nicht hochpushen, dass Bots und so Geschichten, das ist kompletter Blödsinn und kompletter Nonsens. Sondern dass ich mich da ein bisschen mehr drauf fokussiere, dass mit der tatsächlich man. Ja, wir können nicht mehr sprechen, vielleicht kann ich mir einen Duden dann kaufen. Dass wir die Monetarisierung hochkriegen, dass ich da ein bisschen mehr auf YouTube streame. Oh, weiß noch nicht, aber es ist halt immer so. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. An für sich würde ich ja doch gerne dadurch, dass ich habe das jetzt irgendwie erst realisiert, dass man mit YouTube vielleicht was machen konnte. So. Ich habe die Hälfte. Ja, vielleicht gibt da was, dass ich dann halt ein bisschen auf YouTube streame. Es war ja auch ganz lustig mit dem Pokémon Nuzlocke. Es war nur ein bisschen komisch, weil wenn Leute am Anfang nicht da sind, kommen keine mehr hinzu. Das ist bei Twitch ein bisschen angenehmer. Aber ich fürchte mich auch so ein bisschen, dass ich keine langen Streams auf YouTube machen sollte. Ich glaube, das ist nicht so, ist ein bisschen kontraproduktiv. Vielleicht sollte ich die untereinander abbrechen. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen will. Bin mir noch so sehr mal hadern, ob ich jetzt auf YouTube bleibe, auf Twitch bleibe für Streams. Momentan streame ich ja auch nicht so viel. Momentan habe ich auch so
nicht unbedingt die Motivation dafür, mich da hinzusetzen. Zumal momentan spiele ich jetzt die letzte Woche einiges an Minecraft und Minecraft-Streamen ist halt auch immer so eine Sache. Ich hatte sehr viel Ärger, wie ich das, sehr viel Nerverei, wie ich das auf YouTube gestreamt habe, auf Twitch auch. Also Minecraft-Stream werde ich wahrscheinlich nicht tun, das ist nervig. Man hat sehr viele seltsame Leute da, auch coole, aber viele weirde Leute werden davon angezogen. Na, mal gucken, vielleicht, wenn ich einfach an irgendwas bastel, vielleicht soll ich einfach mal ausprobieren, ich weiß es nicht. Bin ein bisschen im Hadern. Ja, wie war das mit? Ich kann mich nicht kurz fassen. Ich glaube, das war so der kleine Recap. Wir haben hier 500 Abonnenten für den Kanal. Ich habe keine Ahnung, wie ich weiter streamen will. Ich werde mehr Quatsch machen. Lucy ist für Tutorial zuständig, Anna für anderen Quatsch. Werde jetzt demnächst wahrscheinlich irgendwas rausbringen, weil ich habe da schon einfach eine Idee, worüber ich quatschen möchte, was ich auch wieder drüber gestolpert bin. Ja, und das Gewinnspiel. Ja, wir wollten ja doch eine Kamera verlosen. Also für alle Leute, die noch vorhanden sind oder geskippt haben, weil sie einfach nur jetzt die Kamera haben wollen. Ja, die Kamera ist noch da. Ich habe mir gedacht, da wir auf YouTube ja nicht so die Funktion haben, von wegen ich schreibe dich dann an oder so, ist ja ein bisschen komisch, funktioniert ja nicht. Dass wir das Ganze auf Instagram umlagern, also Instagram ist unten in der Beschreibung, da werde ich das Bild von dem Ding hier hochladen. Mit mir wahrscheinlich drauf. Ist ja egal. Ihr werdet wahrscheinlich mein Smiley eh irgendwo erkennen. Zumal unten ist der Link, da müsst ihr nur drauf drücken und dann kommt ihr zu Instagram. Dass wir das auf Instagram verlegen, dass ich euch dann auch anschreiben kann. Das ist so eine Funktion, die fehlt mir eigentlich noch so. Bei Twitch gibt es auch dieses Geflüster, sowas. Es gab es mal bei YouTube vor Urzeiten, dass man die Leute auch so ansprechen konnte, so anflüstern konnte. Das fehlt mir so ein bisschen für YouTube, für Kommunikation untereinander. Ja, wie gesagt, wir verlegen das auf Instagram, auch wenn ihr das jetzt hier im Video seht. Wie gesagt, unten in der Beschreibung ist mein Instagram verlegt, da ist ein Bild mit der Kamera. Und da müsst ihr einfach nur drunter schreiben, Hashtag 500 Abonnenten. Weil Kreativität und so. Ich sag, das ist doch eine gute Sache, also falls da einer Interesse hat, Instagram schreiben, kommentieren. Ich kann euch dann zurückschreiben und sagen, wer gewonnen hat. Ich werde das dann einfach auslosen. In so einem, je nachdem, wer sich meldet, werde ich das einfach in so einem. Entweder schreibe ich das auf Zettel und los das aus, weil ich vielleicht einen kleinen Short draus oder ich packe das in einen Randomizer rein. Obwohl, ich kann das auf Zettel aus. Ich schreibe das auf Zettel drauf und schmeiße die irgendwo rein und ziehe dann eine raus. Ich glaube, das ist das Einfachste. Muss ich jetzt da keinen großartigen Text schreiben. Okay, das war's dann, glaube ich. Ihr weißt Bescheid, ihr wisst Bescheid. Ich sollte mir vielleicht echt einen Huhn kaufen, oder? Kann das sein? Sprechen ist schwer. Okay, ihr wisst Bescheid. Gewinnspiel, Abonnenten 500, yay! Und jede Menge anderes Zeug. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.